Moin Moin Leute, ich mach mal ein bisschen lauter. Und willkommen zum Part 7 von Far Cry 3. Allerdings, wir sind immer noch in der Cutscene. Mit Antiaris Toxicaria. Also Daisy hat eine Krankheit. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Was so? Was ich kann nicht machen, Gott. Was macht der aus mir? Pilze in der Tiefe. Wie die Sittler sind. Das ist kein Sittler, das ist. Was habe ich denn alles für Waffen? Gott, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Also, AK. Molotow und eine Granate. Ich nutze jetzt die AK. Okay. Passt. Das ist jetzt ziemlich passend. Das ist ja ziemlich passend. Kann ich das auch fahren? Ja, das kann ich auch fahren. Jo, es steckt fest. Best Driver 2016. Driving Simulator. Ach komm, was ist jetzt denn wieder? Ich laufe zu Fuß. Da ist noch nichts. Du musst wieder verarschen. Alter, das ist. Also, das Auto steckt mit mir. Sehr viele. Oh ja, die vier hier. So, da ist er eh. Die sind doch nicht im Westen. Die sind nicht im Westen, genau. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Oh nee, oder? Und kann ich da auch so genug überleben? Ja, ich stehe immer noch. Jo, wir sind schon weit an der Oberfläche. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Oh nee. Laufklettern gemacht oder was? Gut, dass man daran auch klettern kann. Jo! Oh Gott, sieh jetzt da oben. Ach, schmecken. Come on! You can do it! So, und wie komme ich jetzt da noch rein? Riesenranken. Jo, Dennis geht immer rein und raus. Das nervt ein bisschen. Wenn ich mal der Dennis ist, dann ist es mein Bruder. Oh, was ist denn? Was ist das? Der Logan? Das waren doch hoffentlich keine Drogen, oder? Das ist mein Neuer. Oh, shit, das sind lauter Gas und so ein Shit. Oh, yeah. Ich persönlich mag ja die Routen. Du bist wach. Vielleicht. Nicht ganz. Was ist hier los? Kletter ich noch? Oder gehe ich? Ich gehe. Der Dschungel geht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Wow. Der Studio hat angerufen. Ich hab die Rolle.
es erinnert mich an ein Spiel namens Haze. Ich habe versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Wenn der Spiel Haze nicht kennt, soll ich es unbedingt kaufen. Sally ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Digga, ich hoffe, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Fernseher so laut gemacht, damit ihr auch was hört. Tut mir leid, ich hab zu tun. Oh. Dr. Earnhardt? Digga, lass mich da rein. Hi? Hallo? Digga. Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Was ist denn? Ich kann hier nicht raus. Alles explodiert. Das ist zu abgefuckt. Das war doch klar. Ich hätte ihn extra da reingeschickt, damit er die Kleine da... Da ist einer. Ja, geh weg. Das Fledermaus oder Flugkunde? Auch nur eine? Lol. Finde die Pilze. Okay, ich hab's geschafft. Zurück zum Doktor. Wow, wie lange war ich da unten? Ich bin noch nicht möglich. Ja, ich muss irgendwie Sachen verkaufen. Ich weiß aber noch nicht wie. Ja. Auch ein Tapirfell. Ja, ganz toll. Das ist natürlich sehr toll. Wo ist der? Der ist da oben. Gut, dass wir zu Fuß gehen sind. Müssen sowieso ins Wasser springen. Deswegen mit dem Auto ins Wasser gefahren. Ach, wieso kann ich jetzt hoch? Jetzt kann ich hoch. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Jo, also gehen wir weiter. Oh. Geil. Felix ist nicht so wie Call of Duty, keine Leiter-Animation. Oh, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go! Ich werde da irgendwas. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg war. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt, sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja, die habe ich schon genommen. Hier. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ich glaube, ich muss kurz Pause machen. So, jetzt geht's wieder weiter, bin wieder da. So. Ich glaube, nach der Cutscene machen wir wieder ein paar zu Ende. Nur ein kurzer Part, aber... Jetzt da ist es ja. Da hat irgendwas mit ihr gemacht. Ah, doch nicht. Jason. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Da wurde ich ohnmächtig. Du hast mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er...
Kommt ihr hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ganz sicher? Geh. Wer will so einen Löffel? Wer immer es war, der Grant getötet hat. Er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Ja, das geht schon immer rein und raus. Mein kleiner Bruder fährt noch. Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Hier kann ich nichts abschlagen. Natürlich können Sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Das war eine doppelte Portion. Ich komme klar. Dosis. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Und mit dieser Katze werden wir halt ja, hier geht's diesen gut. Part und Part 8 wird gleich darauf hinfolgen. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Das ist das eine. Was mir weiterhilft. Naja, Jason, die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Okay. Nächsten Part werden wir sie dann belauschen. Also dann, ciao.